Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Ihr seht, ich stehe wieder in der Küche, das heißt, wir zaubern wieder etwas Leckeres. Heute wird es also mega leckeres Bueno Dessert werden. Und ihr braucht dazu Buenos, Schlagsahne, Sahnesteif, Vanillezucker, Mascarpone, Nutella und ein bisschen Kakao. Das war's schon. Als allererstes nehmen wir 8 Bueno, das genaue Rezept schreibe ich euch natürlich unten rein. 8 Bueno, packen die aus, nehmen wir die kleine Schüssel hier, packen die aus, machen die klein und zerdrücken die mit einer Gabel. So, nachdem ihr die Buenos klein gemacht habt, soll es etwa so aussehen. Genau, das stellen wir erstmal zur Seite. Jetzt nehmen wir uns unsere Schlagsahne, die füllen wir in eine Schüssel. So, Nummer 1, Nummer 2, geben den Sahnesteif dazu, so, und dann schlagen wir das Ganze auf. So, nachdem das alles aufgeschlagen ist, soll es einfach so aussehen, ihr kennt das, aufgeschlagene Schlagsahne, dann nehmt ihr das und füllt das in die Bueno-Masse mit rein, oder die Buenos in die Schlagsahne, ist egal, ich mach's jetzt mal wirklich so rum. So. Das alles hier rein. So, am besten ohne alles daneben zu kleckern, so wie ich. So, und jetzt alles schön unterrühren, dass das alles schön vermengt ist. So. Nun nehmt ihr eure Vanillezucker. Macht das hier rein, wenn ich es aufkriege. So. Dann nehmt ihr eure Mascarpone. Und macht die hier rein. Und ihr nehmt euer Nutella und macht davon, hier ist der Löffel, 3 Löffel Nutella mit rein. So, ist ein bisschen großzügig. 1, 2 und 3. So. Nicht so viel rumschweinern wie ich. Aber rein muss ich trotzdem. So. Und das Ganze rühren wir jetzt wieder. Nachdem ihr das alles verrührt habt, schön, sollte das schön, ja, so hellbraun sein. Jetzt füllt ihr, ich sage jetzt mal die Hälfte, in eine zweite Schüssel. So, weil wir zwei verschiedene Farben haben. So. Nehmt euer Kakao, ganz normalen Trinkkakao. Also kein Backkakao, sondern normalen Trinkkakao. Und gebt ihr nochmal so 2 bis 3 gehäufte Esslöffel dazu. Und dann wieder verrühren. Und dann wird es einfach ein bisschen dunkler, die ganze Masse. Ich mache hier wieder Schweinereien. Aber so ist das beim Backen. Das Ganze fülle ich jetzt in Gläser ab und das, wie es dann zum Schluss so aussieht, seht ihr jetzt. So, und wenn ihr das Ganze in Gläser abgefüllt habt, sieht das einfach so aus. Ich habe es jetzt noch dekoriert mit einfach einem weißen und einem normalen Bueno und fertig. Leute, das sieht doch mal mega aus, oder? So die 2 Schichten. Also super lecker. Also alle, die Bueno auch nur ansatzweise mögen, die sollten das probieren. Sehr, 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 sehr lecker. Ich verlinke euch mal hier oben in der Ecke. Ich habe schon mal eine Bueno-Torte gemacht. Die ist auch sehr cool. Geht auch ganz schnell, ganz einfach, wenn man einfach mal sagt, hey, ich muss schnell was machen und habe noch ein paar Buenos da, ist das eigentlich immer eine gute Alternative. Genauso wie das, wenn man wieder Gäste empfangen darf, dann kann man das mal schnell zaubern. Es hat jetzt nicht lange gedauert, die ganze Geschichte. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne abonnieren, würde mich echt mega freuen. Ihr dürft das Video natürlich auch gerne teilen. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.